Und würzen das Ganze noch ein bisschen mit Juden. Mit Antisemitismus. Es ist ja nicht mal Judenhass. Es waren einfach nur Späße. Ich habe die Triggerwarnung am Anfang vergessen. Aber Leute, ihr kennt es doch. Ihr wollt das doch so hören von uns. Wir gehen dahin, wo es weh tut. Und weiter rein. In die jungfräulichen 12-jährigen Mädchen. Sachen gemacht, die mir eigentlich nicht so legal sind. Aber jetzt hier Unterstellung. Hörst du mal auf, die Schweiz hier so schlecht darzustellen? Die Leute hören nämlich schon zu Grüezi miteinander. Oder ja, was man halt so grüezi sagt. Grüezi miteinander. Die große internationale Sendung hier. Der Benny hat sich eingeschaltet und meinte, ey, mach doch mal einen kleinen Beitrag. Ich bin gerade auf dem Weg, also zum Zeitpunkt der Ausstrahlung. Ist es bereits zu spät für ihn, Kehrtwende zu machen? Er ist jetzt, wenn das hier ausgestrahlt wird, schon auf dem Weg in die Schweiz und hat gesagt, ey Leute, hier 20 Euro gebe ich euch, macht mal einen Bericht, sagt mir mal, was man in der Schweiz überhaupt machen kann. Ich bin zu faul, mich damit zu beschäftigen. Macht ihr das mal? Das heißt, und ich würde sagen, das heißt, er ist auf dem Weg zur Schweiz, während er uns gerade hört. Und auf dem Weg zur Hölle, würde ich sagen. Denn ich schlage vor, genau du sagst es nämlich, wir machen hier die große Warum ist die Schweiz so scheiße Show? Absolut, um in den Urlaub völlig zu verderben. Ja, damit er so richtig schön bereut, dass er dahin gefahren ist. Grüezi. Ja, oder Grüezi, ich weiß grüezi nicht. Ich glaube Grüezi. Ich glaube, es ist mehr so, dieses E wird, glaube ich, grüezi. Ist auch völlig. Dieses Schweizerisch ist auch eine Sache, die fällt mir sehr schwer. Ich habe damals ja so ein Radio gemacht. Da bekommst du Rachenschmerzen. Ja, Halscancer. Und sprechen auch ein bisschen so. Du musst direkt ein Stück Schokolade essen. Das ist gut bei der Aufnahme, das ist gut für die Stimme und für alles. Ja. Nein, die klingen immer so ein bisschen in die Schweizer, als würden sie auf dem Pferd reiten. So hüt, also eine sehr schöne Sprache. Ja. Willkommen zum Brennpunkt-Hörerwunsch. Ja, herzlich willkommen. Der Brennpunkt-Hörerwunsch, käuflich erwerbbar für 20 Euro, das ist gar nichts eigentlich. Ja, man bezahlt Leute dafür, dass sie einem ins Ohr schmatzen. Das ist doch geil. Also das ist dieses quasi. ASMR, von dem ich immer höre. Du glitzerst so im Bad. Was hast du gemacht? Alter, immer noch. Heute ist Montag, ist von der Feier am Samstag. Ja. Hab schon gesehen, ihr wart auf so einer 80er oder irgendwas Party. War richtig gut. Ich musste leider früh aufstehen, deswegen konnte ich nicht mitfahren. Ja, wir haben Vorglühen gemacht mit Jackbox. Da ich ja keinen Alkohol trinke, muss ich digital konsumieren. Und dann ging es auf die 80er-Party, war groß. Nie so viele Hits an einem Abend gehört auf einer Veranstaltung, die ich nicht veranstaltet habe. Und wo war das? In der Schweiz. Ach toll. Zurück zum Thema. Ja, also die Schweiz ist ganz, ganz toll. Ich habe meine Notiz noch nicht mal auf. Wo ist mein hässliches Handy? Moment. Also was mich ja nervt an der Schweiz, ja? Das sind die vier Landessprachen. Die haben vier Sprachen. Die können sich nicht entscheiden, ne? Nee. Die sind so bescheuert. Das passiert, wenn die ganzen Ausländer zu dir reinkommen. Deswegen sind in der Schweiz auch so fucking fremdenfeindlich. Du, Benny, du als Deutscher, du wirst jetzt richtig hin und her gereicht. Von Vergewaltigern bis zu Schlägern. Die werden dich richtig runtermachen. Die mögen nämlich Einwanderer nicht so. Nee, vor allem Deutsche nicht. Es gab ja ein Gesetz letztes Jahr. Die wissen halt, dass die Deutschen die besseren Schweizer sind. Beziehungsweise die Schweizer, die... Kennst du The Hills Have Eyes? Nein. Das ist so ein Film, das ist so ein Strahlungsgebiet, so ein atomares Testgelände. Und da haben Leute gewohnt und die sehen jetzt schon scheiße aus. Das ist so die Schweiz für Deutsche. Ist das Schweizer Schokolade, die ich da mitgebracht habe? Nee, ich glaube, ist nicht aus der Schweiz. Ja, ist aus Österreich. Naja, fast. Echt, ist aus Österreich? In Österreich hergestellt. Müsste das dann nicht Sie heißen oder so? Wie sagen die in Österreich? Keine Ahnung. Nee. Auf jeden Fall UTZ-Kakao. Also lass lieber über Österreich Fair reden, Trade. Oder? Ist ja, viel schöner. Also. Ist das Gleiche. Also als Kind war für mich in Schweiz... In Österreich, da gibt es Apfelstrudel. Für mich war Österreich und Schweiz als Kind gleich. Alles das Gleiche. Ich konnte es nicht unterscheiden. So es ist alles, auch Niederlande, Luxemburg, das kannst du da eigentlich alles mit reinnehmen. Das ist alles verkacktes Deutsch. Es sind so richtige C-Staaten so, oder D-Staaten, die eigentlich nicht so geil sind. Die Daniel Kübelbergs unter den Ländern. Ja, kann man nur, sagen. Nur, dass die sich leider noch nicht umgebracht haben. Nee. Es fängt gut an, ja. Es gibt so Staaten wie Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland, das ist so Russland. Das sind die großen Staaten, ja, die großen Länder mit viel Kultur. Russland ist wirklich groß. Und die was bedeuten, aber die Schweiz, die bedeuten eigentlich nichts, oder? Es ist ja kein Wunder, dass sich Schweiz auf Scheiz reimt. Ja, kein Wunder. Selber schuld. Dummer Scheiz das da. Das ist fast wie Schweiß klingt. Ja, Schweiz und Schweiß. Auf jeden Fall. Ich habe gestern richtig geschwitzerdeutscht.
Schweizerdeutsch. Schweizerdeutsch sagen die. Was die alles für eine Scheiße sagen, wenn der Tag lang ist. Die reden auch Italienisch, Französisch. Hat er einen Punkt durchgestrichen, dass die Scheiße labern. Ja, zack, abgehakt. Ja, Italienisch, Französisch, das nervt doch. Weißt du, wir haben schon viele Dialekte und das nervt schon. Das ist ja alles einigermaßen Deutsch, aber die reden halt. Das ist ja alles einigermaßen. So, also bei Bayern würde ich da vielleicht noch drüber diskutieren wollen, ob das noch einigermaßen Deutsch ist. Aber ich komme da auch echt immer ein bisschen durcheinander, muss ich sagen. Wir hatten mal so beim Film, trifft man ja verschiedene Kulturen mal, ne, die in der Stadt touristisch unterwegs sind. Ja. Und ich komme da auch immer so ein bisschen durcheinander mit Schwaben und Bayern und so. Wir hatten mal so eine Gruppe, da sind wir hier bei der Krawattengasse gewesen, ist auch egal, wir kommen die Treppe hoch, haben irgendwas gemacht und er kommt vorbei und sagt, die machen gerade eine Installation, ich kann es nicht so ganz einordnen. Ist das schon Schweiz gewesen? Ja. Ich kann es gerade nicht so ganz einordnen. Doch, und auch, dann waren wir ja in Rom und im Vatikan und Kalle hat ja hier ne, das Kostüm abgezogen bekommen und so. Und weil kein Mensch da Deutsch gesprochen hat, haben die so einen Priester zum Dolmetschen rangeholt. Und ich glaube, der war auch Schweizer, der hat nämlich gesagt, man hat den Gag nicht verstanden. Ja. Schade. Und das kann man auch repräsentativ für die ganze Schweiz sagen, oder? Ja, haben Schweizer keinen Humor? Wenn wir die Folge wirklich nennen, warum die Schweiz so scheiße ist, ja. die werden das ja alle richtig disliken. Die ganze Schweiz wird herkommen und sagen, ich hab den Gag nicht verstanden. Die wissen das im besten Fall, dass sie dumm sind. Ja, ich hoffe doch. Einsicht ist der beste Weg zur Besserung, ne? Wie sieht denn für dich der typische Schweizer aus? Wie ein Deutscher, aber viel kleiner. Um einiges hässlicher. Frauen gibt es da auch ganz wenige. Und wenn, dann sind es auch eher Frauen mit Bärten. Ja. Und ich weiß nicht, die haben in meiner Vorstellung immer so eine wütende Faust nach oben. Echt? Bei mir und einen Geldschein nicht. In der anderen Hand. Bei mir sind die eher entspannt. So ein alter Mann mit langem grauen Bart und einem Krückstock, der so eine Mütze auf hat, wie so bei Heidi. Ah, wollte ich gerade sagen, der Opa von Heidi. Genau, so eine Art. Und die Frauen haben große Brüste, sind blond und haben so... Ja, wie heißt denn das, wenn die so Welche Wunschvorstellung sind? Projizierst du jetzt hier? Geflochten heißt es. Ja, das ist das, was ich mir vorstelle. Ach so, die im Dürndl dann auch noch? Im Dürndl dann, genau. Okay. Und die machen dann alle, jodale, oder das so. Das machen die da? Ja, alle. Ich dachte, das ist auch eher so Österreich. Ich sag doch, für mich war das alles gleich früher als Kind. Ich gucke jetzt mal kurz, wo das Jodeln herkommt. Übrigens, Jodel, Fun Fact, ist die App, die ich am öftesten deinstalliert habe, weil es so ein Dreck ist. Ja, es ist immer wieder, Alter, guck mal, was gerade auf Jodel ist oder so. Oder check doch mal Jodel, ob heute Abend was geht in der Stadt. Immer mal wieder installiert und jedes Mal denke ich mir, Alter, meine Fresse, ey. Da höre ich mir echt lieber echtes Jodeln an. Das wird immer unsozialer, diese App. So, fuck, jetzt habe ich Jodel eingegeben. Jodeln Herkunft. Das gibt's bestimmt so auch noch woanders. Jodeln ist Singen ohne Text auf sinnfreie Silben. Das sagt doch schon alles. Also ja, wie Kapital Bra quasi. Ja. Kapital Bra macht auch Jodel. Der kommt bestimmt auch aus der Schweiz. Juchitzer. Ein Juchitzer. Oh fuck, das klingt jetzt echt schon. Ursprünge, Moment. In Bayern aufgewachsen, vermutet das bedeutende Theologe Augustinus von Hippo, habe das Jodeln gemeint, als er mit Jubilius schrieb, einer Form des Werbung. Blablabla. Ja, und das... Steht jetzt hier nicht irgendwie. Da steht jetzt, die frühesten Belege für das Wort Jodeln stammen aus dem deutschsprachigen Donauraum. Bla 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 bla. Also auch grob Österreich so. Ist auch scheißegal. Also finden wir Jodeln gut eigentlich? Ich find's lustig tatsächlich. Dann kommt's nicht aus der Schweiz. Ja, nee, dann kann nicht sein. Was kommt denn Gutes aus der Schweiz? Ich kenne auch keinen Prominenten. Oder gibt es jemanden Prominentes aus der Schweiz? Also Maggie ist mal nach Zürich gegangen, um ihren Bruder zu besuchen, ist dann zurückgekommen. Da konnte ich sagen, da ist mal was Gutes aus der Schweiz gekommen. Ja. Aber sonst fällt mir nichts ein. Oder? Also wir können ja nochmal recherchieren hier, aber ja, ich glaube, es sieht dünn aus. Wir haben ein bisschen die letzten Tage, also ich habe zumindest ein bisschen gebummelt. Ich habe ein bisschen gebumselt. Viel Sachen gemacht. Schweiz-Prominente gebe ich jetzt einfach mal ein. Okay. Ich kann in der Zeit sagen, dass sie in der Schweiz ein bisschen dumm sind. Die kommen nicht auf eigene Ideen. Die haben da auch dieses Kanto, ne? Da gibt es ja Kanto und Johto. Das haben die sich auch nur von Pokémon abgeguckt. Tatsächlich, jetzt wo du sagst. Gell? Also, Prominente. Schweiz. Kommt mal ein bisschen mit besseren Ideen. An sich wollte ich eigentlich in die Sendung reingehen und sagen, der Schweiz, da stehe ich so ein bisschen neutral gegenüber. Aber also ganz ehrlich. Ja. Das ist weder lustig noch unlustig. Nee, das ist irgendwo irgendwas genau in der Mitte. Hier der erste Punkt bei Google ist, welche Promis leben in der Schweiz und warum? Geld. Ja, wahrscheinlich. Also der Döner kostet da halt, ne? Hab ich auch gelesen. 8,50 Euro oder sowas ist schon günstig. Ja. Ekelhaft.
Berge sehen und wunderschönen Landschaften, das ist die Schweiz. Ja, aber Menschen gibt's da nicht, siehst du? Wir verraten, wer. Du googelst nach Prominenten, da kommt Berge sehen. Also Steuervorteile wird ja als Grund genannt, ja, hört man sehr oft. Exklusivität, klein und exklusiv. Naja, gut. Ja. Kliniken und Ärzte, die haben wohl viele Kliniken. Die Kliniken kommen daher. Die Schweiz ist darüber hinaus auch in medizinischer Hinsicht führend. Also wie Hitler. Mhm. Neben Top-Ärzten gibt es mehrere Kliniken und Behandlungszentren, die speziell auf VIP-Patienten ausgelegt sind. Ah, also tolle VIP. Privatkliniken. Oh. Das ist für große Leute. Ete petete, meine Güte, ey. Viele Promis schicken auch ihre Kinder auf Privatschulen. Deswegen ist das ein guter Punkt. Ja, aber wer sind diese Promis? Guck mal, Österreich. Phil Collins hat das schon vor einiger Zeit erkannt, denn er lebt schon seit vielen Jahren in einem traumhaften Anwesen am Genfer See. Aber geboren ist er da nicht. Nee, der ist ja Amerikaner, dachte ich. Ja, eben. Gebürtige Schweiz-Promis. Tina Turner lebt auch am Zürichsee. Aber siehst du, das sind halt auch die Promis, die heute nicht mehr Promi sind. Die sind längst aus. Das Tina sind die Turner letzten macht großen Legenden. Ja, die macht gar nichts mehr. Tina Turner, Phil Collins, die sind raus. Phil Collins die machen da Musik. Ja, aber was macht denn der? Nenn mal den latest Hit von ihm. Den latest Hit? Mhm, siehst du? Grüezi mit Donnerwunsch. Wahrscheinlich den, ja. Circle of Life. Sebastian Vettel wohnt auch da und Roman Polanski. Bist du auf die beliebtesten Prominenten in der Schweiz? Ich war gerade bei Der Likeometer. Ah, geil, kenne ich gar nicht. Bin ich auch gerade drauf. Michelle Hunziker. Ah ja, das kann sein. Die hat auch so ein bisschen wie Krebs gesprochen immer. Die ist Schweizerin, stimmt. Ja. Ja. Die kenne ich sogar. Irina Bella kenne ich nicht. Das ist nur so eine, die hat ja so einen Arsch wieder. Milo Moret kenne ich auch nicht. Ja, genau. Luca Henny, das ist auch nur so ein komischer. DSDS, ne? Genau. Beatrice Eklig, genau, die auch. Die kommt auch aus Schweiz. Wer ist das? Auch eine DSDS-Teilnehmerin. Ja, siehst du, die haben sonst nichts sogar zu bieten. Bastian Baker. Hazel Brugger. Bei Bastian Baker haben wir auch das mit dem Cannabis wieder. Wer ist denn Hazel Brugger? Eine Top-Satirikerin, eine Kabarettistin. Die ist großartig. Hm. Okay, also für sie muss man sagen, sie ist eine der wenigen Guten aus der Schweiz. Und fällt noch jemand ein, und zwar Alice Weidel. Alice Weidel ist auch Schweizerin. Gebürtig. Also sie lebt da zumindest. Da siehst du doch einfach. Mit ihrer Da siehst Frau du einfach, wo es herkommt, Mann. Ja. Diese Fremdenfeindlichkeit. Der ganze Fremdenhass kommt aus der Schweiz. Ja. Nicht Deutschland und nicht Österreich. Nein, nein, nein. Die Schweiz. Die Schweiz. Das sind die wahren Nazis. Das sind die Schweiz. Ich habe ja mal ein Video gemacht, Schweizer in Real Life. Ich finde das sehr witzig. Also das ist so ganz, ganz fern von irgendwie akkurat. Von jeglichem Humor. Ja, das auch. Ganz entfernt von akkurat den Akzent nachmachen. Also du bist doch so ein bisschen begabt in der Richtung, was Akzente angeht. Ich bin super begabt in jedweder Richtung, das ist überhaupt keine Frage. Aber ich habe natürlich, das ist natürlich eine sehr starke Übertreibung, wenn ich da rumkeche und so. Darum geht es doch, dass die das recognizen, ja, die Leute, dass die verstehen, was du gerade imitierst, auch wenn es nicht gut ist. Die dreht schon mit ihrer Armut. Hüte. Das sind die zwei Seiten der Schweiz. Einmal auf dem Pferd sitzen und Hüte hätte sagen und dann die Schweizer, die machen nichts anderes, ne? Stefanie Heinzmann kommt noch aus der Schweiz. Das ist auch so eine Sängerin. Ja, aber von Raab gecastet. Und die ist gut, die kann echt gut singen. Ja, aber gut singen können viele. Was kommt denn aus der Schweiz, was nicht jeder kann? Ja. Käserollen. Ah, nee, das waren die Holländer, ne? Ach, scheiße, komm. Also. Und auch erst, die haben auch ganz spät das Frauenwahlrecht erst eingeführt. Was man Siehste? Gut finden kann, aber schlecht finden kann. Ich glaube, Benny finde das gut. Ja, ich denke auch. Wenn Benny uns 20 Euro gibt und uns kauft, eine Stunde lang, mit einem Thema seiner Wahl, bei PayPal. Der muss die Schweiz lieben. Ja, na, der muss die Frauen hassen, weil wir sind auch bekennende Frauenhasser. Absolut. Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, das ist der einzig positive Effekt, wenn ich denke, Schweiz, okay, wenig Frauen. Ja. Aber die sind da sind halt hässlich. Man braucht ja auch also wenn Frauen, dann muss er ja auch eine Brutmaschine. Aber ich dachte, die hat den Film immer so schön dargestellt, die Schweizerinnen, so auch in diesen amerikanischen Filmen. Da gibt es auch manchmal so, die aus Europa, die Schweizerinnen, kommen aus Switzerland. Oder dann sind das immer so großbüstige, blonde Frauen. Schweden hat doch dieses Idealbild. Ja, aber die haben, also ich kenne das glaube ich aus Meine schrecklich nette Familie oder sowas, gab es mal so eine. Ich google jetzt mal Schweizer Frau. Mach das. Und dann schauen wir doch mal. Wenn ich deutsche Frau google, da habe ich ein bisschen Angst, was passiert, deswegen lassen wir das an die. Ich kann euch nur nahelegen, Schweizer Frau auch mal zu googeln. Halt mal das Mikrofon. Im Moment hier. Als allererstes ist hier so ein Dude mit einer Perücke, unten drunter direkt eine sehr alte Frau.
Da rechts ist eine, naja, ich sag mal durchschnittliche. Aber eine blonde Landfrau so. Eine Landfrau. Ach so, das meinst du mit Landfrau. Ja. Ja, also die Schweiz ist übrigens eins der einzigen Länder, wenn man den Vatikan als Land ansehen will. Ich sehe den eher als terroristischen Staat an, ja, der Diebstahl an mir begangen hat. Dann kann man sagen, die Schweiz ist das einzige Land der Welt mit einer quadratischen Fahne. Immer die mit ihrer Extrawurst. Quadratische Fahne, ist das so? Ja, ist wirklich so. Nur der Vatikan und die Schweiz haben eine quadratische Fahne. Sonst kein Land der Welt. Da hängt irgendwas zusammen. Ja, die Fahne und der Fahnenmast. Ach so. Wenigstens das. Mann, sind wir heute on fire. Ja, auf jeden Fall, genau, was ich auch peinlich finde an der Schweiz, dass sie sich seit dem 15. Jahrhundert aus allen Kriegen rausgehalten haben. Das ist doch voll lame. Ja, eben. Das ist wie nicht zur Wahl zu gehen, oder? Das ist richtig unangenehm. Ja. Ich meine, die ein oder andere Atombombe werdet ihr doch auch haben. Da setzt doch einfach mal ein Zeichen. Sendet doch irgendwo mal eine hin. Haben die eine Bundeswehr überhaupt? Haben die irgendwas? Die haben ganz viel. Die haben, glaube ich, militärmäßig sind die gut dabei. Die Schweizer Garde, ne? Genau. Genau, ja. Die Schweizer Garde, die ist in Rom. Ja, ich weiß. Ja. Gag zerstört. Ja, ich muss kurz überlegen. Gut, nein, die haben doch überall so versteckte Bunker. Das war doch die Schweiz, die über die ganze Schweiz hinweg. Sind das Prepper? Ja, genau, das sind Prepper. Die wissen mehr als wir. Oder weniger. Haben nämlich auch die ganze Kohle von den Reichen und Kriminellen, obwohl, das war vielleicht gerade eine Doppeltnennung, aber die haben dir das ganze Geld, also haben die auch die Informationen. Ganz klar. Die Schweiz ist sehr reich. Die wissen mehr. Weil sie auch rausgehalten haben aus den Kriegen und müssen keine Reparationsdinger zahlen. Und also ganz ehrlich, jedes Mal, wenn ich die sprechen höre, hätte ich ganz gerne eine Reparationszahlung für meine kaputten Ohren. Ja, Ekelhaft. Schadensersatz. Es ist halt, wenn du kotzt, ja, dann hört sich das sehr ähnlich an. Das kennst du ja, dieses einfach, das ist schon sehr ähnlich. Also ja. Benny, du tust mir leid. Ich würde dir jetzt, wenn du noch auf der Fahrt bist, wenn du noch nicht da bist, würde ich... Triumph! Nein, ich glaube, er muss da leider hin. Ja? Warum muss er? Ich weiß es nicht. Irgendwas, familiäre Umstände vielleicht nötigen ihn. Ich weiß es nicht genau. Wenn du nicht mehr umdrehen kannst, kauf noch vor der Grenze Oropax, damit du nicht 20 Euro dafür bezahlst. Oropax und du überlebst diesen Ausflug. Wenn meine Familie in die Schweiz auswandern würde, wäre es nicht mehr meine Familie. Ja, dann wäre es deine Familie. Familie. Die Schweiz, ein wunderschönes Land. Nee, aber wirklich. Fahren Sie hin. Fahren Sie an die Grenze, platzieren Sie eine Bombe und fahren Sie zurück. So ein Burggraben komplett um die Schweiz, um die einfach abzuschotten. Ich meine, die haben ja eh dann ihre Berge, können sie da irgendwie, weißt du, was man da so macht auf den Bergen. Und einmal die Grenze so lang, Detonation, bababam, Burggraben. Da können sie sich noch besser abschotten, noch mehr ihr eigenes Süppchen kochen, aber wir sind nicht in Versuchung, wie der arme Benny da hinzutuckern. Niemals. Jetzt aber nochmal. In meinem mal. Leben fahre ich in die Schweiz. Wir sollten die Schweiz in die EU aufnehmen, danach wieder rauswerfen. Ja, nur um sie zu mobben. Richtig. Dann einen Schwexit machen. Schwexit. Ja. Und no deal. Auf jeden Fall. Die haben überall in der Schweiz, ich glaube, die haben wirklich so ein Notfallprotokoll, wie die so komplett eigentlich alles dicht machen kann. Das sind jetzt so halbe Fakten, ja. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die überall so Bunker haben, die dann zur Not für alle Leute reichen. Für alle Schweizer. So. Da kommen dann irgendwelche MGs aus dem Boden und so. Die haben so ein Complete Shutdown. Ich google das jetzt. Erzähl mal irgendwas Sinnloses über die Schweiz. Ich glaube, die planen insgeheim, die Welt zu übernehmen. Ja. Die bereiten sich seit dem 15. Jahrhundert vor auf ihren eigenen Krieg, auf den großen Schweizer Krieg. Und sind kurz davor, loszulegen. Das ist meine Theorie. 300.000 Bunker gibt es bereits in der Schweiz, mit mehr Plätzen als Einwohner. Zack, da haben wir's. Aber sie nehmen es auch Gäste auf, vielleicht im besten Fall. Ich weiß es nicht. So ein paar Deutsche. Ich glaube, die wollen dann einfach, während draußen der atomare Holocaust passiert, wollen die da drin einfach bumsen wie die Karnickel und dann brauchen sie die Plätze. Aber es gab schöne Reaktionen auf ihr Gesetz, dass das Einwanderungsgesetz verschärft wird, also dass weniger Menschen einreisen dürfen, einwandern dürfen. Da dachten erst viele Rechte so, ja, geil, die machen es richtig. Dann hieß es aber auch, Deutsche dürfen nicht mehr einwandern. Was? Nee, wir sind noch keine Ausländer. Wir sind noch Deutsche. War eine schöne Reaktion damals. Eine schöne Reaktion ist schon ein, zwei Jahre her. Eine schöne Reaktion ist auch, wenn Wasser gefriert, dann runterfällt, auf einem Berg landet, wie zum Beispiel dem Matterhorn. Lorenzo von Matterhorn, kennen wir alle. Ja, der Berg. Genau. Kennst du. Ja. Der ist auch auf der Toblerone-Schachtel drauf, da haben wir es auch vorhin mit der Schokolade gehabt. Ja. Toblerone finde ich ganz okay, muss ich sagen. Ja.
Aber da kann man jetzt nicht sagen, das ist der Verdienst der Schweiz. Das macht's nicht also in der Wett. Nee. Das kombiniert halt irgendwie Karamell und Schokolade. Das sind beides wahrscheinlich Erfindungen, die nicht aus der Schweiz kommen. Da kann ich jetzt auch sagen, okay, ich verbinde ein Auto mit einem Propeller und zack, haben Hubschrauber erfunden. Richtig, also das ist Bullshit. Nicht so einfach. So können das euch nicht ganz leicht machen. Aber der Matterhorn ist eine traditionelle Touristenattraktion. Vielleicht will Benny da auch mal hingehen, ein Selfie davor machen, wie man das so macht. Wirst du wahrscheinlich auch für irgendwie bezahlen müssen, wie alles in der Schweiz halt teuer. Bestimmt. Selfie vor einem Berg, 10 Euro. Die brauchen das Geld für ihren Angriff, ja. Ja. Die nehmen uns aus und hinterher übernehmen sie uns. Naja, können sie machen. Können sie machen? Sollen sie herkommen? Ja, das habe ich früher zum Bund gesagt. Wenn sie mich wollen, sollen sie mich holen. Schön. Kam nie einer. Haben sie nicht gemacht. Vielleicht kommt die Schweiz demnach auch nicht. Ach so. Ja, Matterhorn, wäre das sowas? Irgendwie Bergsteigen für dich, für Benny? Können wir das empfehlen? Das ist auch scheiße, oder? Nee, am Ende stirbst du dort und dann bist du dann da begraben für immer. Ja. Ich habe mir auch überlegt, stell dir einfach vor, fucking Reinhold Messner. Reinhold Messer, ja. Der Massenmörder. Ja. Reinhold Messer ist aus dem Gefängnis ausgebrochen. Passen Sie auf. Rennt mit so einem Yeti-Kostüm rum oder Machete. Okay. Auf jeden Fall, Reinhold Messer ist dafür bekannt, dass er einfach nur an einen Ort gegangen ist. Lächerlich, oder? Und genauso ist es hier. Das ist halt einfach nur... Das mache ich jeden Tag. Das ist einfach nur Gelände. Ja. So, ein bisschen schwieriges Terrain. Da wird heißer gekocht, als gegessen wird. Ja, und dann schmilzt der Schnee und gibt's Lawine. Dann war's das. Übelst Klimawandel, Greta Thunberg, damals wieder. Ja, Julia und Reda. Julia Reda, genau. Liebe Grüße an Herodes. Und die Schweizer, die kiffen ja alle. Das stimmt. Eigentlich war ja immer das Klischee, ne? Hier Amsterdam und so. Nee. Aber nein, Amsterdam hat die billigen Nutten. Das richtig hat die Schweiz wieder nicht. Die haben nur die Schweizer Huren. Richtig. Oh nee, warte mal. Die doch, Schweizer Huren, stimmt schon. Die sind sehr, sehr wertvoll. Um das Handgelenk machen. Genau, die Huren, die man sich ums Handgelenk schlingert und nur manchmal drauf guckt. Hm. Genau. Jedenfalls haben die einen der größten die ticken nicht richtig Cannabiskonsum weltweit. Die Schweizer Huren ticken nicht richtig. Richtig. Ich glaube, da ist einfach noch ein bisschen Potenzial. Warte, lass mich noch mal kurz überlegen. Da ist Potenzial. Die sind ganz schön kalt, die Schweizer Huren, und haben ein Herz aus Schokolade. Stein. Aus Schokolade. Und das schmilzt sofort. Die drehen sich nur im Kreis mit ihrem Scheiß, die Schweizer Huren. Und lässt sich jetzt schwer verbinden. Ja, das war's auf jeden Fall. Ich glaube, die Schweizer Huren. Ich hole vielleicht später noch einen. Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. Cannabis. Nein, Cannabis, ja. Also sie sind einer der größten Cannabiskonsumenten. Cannabis. Bei ihnen heißt es Cannabis. Ja, krass. Und sie kiffen. Oder so. Kann ich was zu kiffen? Nein, das ist verkriffen. Und deswegen sind die auch alle so entspannt immer, die Schweizer. Das ist so ein Vorurteil. Sind die das? Das ist ein Vorurteil, dass sie alle sehr entspannt sind. Oh, grüezi miteinander. Jetzt muss ich aber wirklich mal was sagen. Ich habe eine Freundin. Komm ich heute nicht, komm ich morgen nicht. Ja. Bitte nicht in Basel, nicht in Basel. Ich möchte doch nicht ertrinken. Ich habe eine Freundin, die hat in der Schweiz gearbeitet. Ja? Hm. Ist ja an sich ein gutes Geschäftsmodell. Gehst dahin, arbeitest einfach für 30 Euro die Stunde, ja? Kommst zurück und kaufst dir davon ein Haus. Ja. So. Und die meinte aber schon, okay, ich bin da Deutsche, die hat als, wie heißt das hier, wenn man so rumläuft und Leuten Sachen gibt in einem Restaurant? Zigeuner. Ja, weiß. Kellner. Ja. Die hat gekellnert da. Und die hat schon gesagt, also Trinkgeld gab es erstmal nicht so für sie, weil sie halt Deutsch war. Und es gab auch hier und da echt öfter mal einen Spruch so. Und sie wurde halt schon auch ein bisschen wie der Trottel, sag ich mal, behandelt. Mhm. So. Ich weiß nicht, ob die vielleicht nicht ganz verstanden haben, dass sie die Trottel sind. Ja, haben sie auch nicht. Hm. Ich habe ja auch hier meinen guten Freund Ludwig Wittgenstein, der in der Grundschule zusammen mit Adolf Hitler war, der muss es ja wissen. Der sagt, die Grenze meiner Sprache ist die Grenze meiner Welt. Ein großartiger Philosoph. Und wenn man in so verkorksten, kryptischen Kotzgeräuschen denkt, ja, also ganz ehrlich. Da kann man nicht anders werden. Also mir tun die auch ein bisschen leid, die Schweizer, tatsächlich. Vielleicht können wir da irgendwie mal so eine kleine Hilfsorganisation gründen. Ich habe jetzt gesehen... Kinder raus aus der Schweiz und wachst mal in einem richtigen Land auf. Wir können das ja einfach zu so einem Biotop oder, weißt du, so ein riesen Gewächshaus machen wir einfach draus. Nach und nach alle Leute da raus. Ja. Ja, die ganzen Schweizer, die können da noch bleiben so. Aber die Kinder alle erstmal wegfropfen da. Genau. Die Schweiz übrigens auch, die größte Summe an über 100-Jährigen. Jeder 10.000 ist 100 Jahre alt. Oder wir haben die gleichen Videos gesehen, glaube ich, vorher. Nicht, dass Benny die auch noch guckt. Scheiße.
Fakten über die Schweiz. YouTube. Oh, das geht nur 5 Minuten. Das nehme ich. Und mitschreiben. Same hier. Aber ganz ehrlich, das ist doch was. Wenn wir da so eine schöne bergige Landschaft haben. Wir haben ja bald nicht mehr so viel Schnee und Eis auf der Welt. Da könnte die Schweiz, wenn Grönland absäuft, vielleicht hat die Schweiz uns dann noch was zu bieten. So ein bisschen Eis, meinst du? Ja. Hm? Für die eiskalten Toten. Du hast noch gar nichts zu Toblerone gesagt. Frisst du den Scheiß oder? Pff, hatte ich lange nicht mehr. Müsste mal wieder, guck mal, du kommst hier mit Ja an. Ja, das ist halt kein Premium-Produkt. Nee, aber Ja ist Discounter. Ja, aber es ist voll lecker. Das ist, es ist Premium für die Zunge. Das ist erstmal egal. Premium für die Zunge sind auch diese drei Pizzen für eine von, ich glaube auch ja, bei Rewe. Aber die esse ich nicht. Die sind so räudig, Alter. Eben. Da brennt mir die Zunge immer, wenn ich die esse. Da musst du noch 1000 Sachen drauflegen. Was ich geil fand, war von Milka diese komischen Berge, die es damals gab. Ja, lass mal über Sachen reden, die nicht aus der Schweiz kommen, wie zum Beispiel Milka. Ja, Milka kommt aus, weiß ich nicht. Österreich. Nö, warte, lass mal Tipps abgeben. Milka, würde ich sagen, könnte sogar Italien oder Belgien sein. Oder Belgien, ja stimmt, Belgien könnte es auch sein. Aber ich glaube, es ist sowas, was man nicht vielleicht auf dem Schirm hat. Ich google mal. Jetzt bin ich mal gespannt. Sag du mal kurz was über direkte Demokratie. Ja, hat die Schweiz ja auch. Und ach, das ist aber ein Zufall. Halte ich für keine gute Idee. Weil? Gerade in der Schweiz. Obwohl die Schweizer, die stimmen eigentlich recht vernünftig ab oftmals, aber auch nicht immer. Nein, ich bin gegen direkte Demokratie, weil dann alle mitentscheiden dürfen. Und da bin ich dagegen. Ich möchte, dass wir Leute in ein Parlament schicken und die dann für uns entscheiden, weil die haben wenigstens ein bisschen was im Kopf. Also ich bin gerade etwas geflasht, muss ich sagen. Von der Schweiz? Milka ist ein Markenname für Schokoladenprodukte der US-amerikanischen Nahrungsmittelkonzerns Mondelez International. Auf. Die Schokolade wird unter anderem in baden-württembergischen Lörrach und bulgarischen Svoge hergestellt. Aber an sich ist es tatsächlich... Oh, warte mal. Am 17. November 1825 gründete der Zuckerbäcker Philipp eine Konfiserie in Neuenburg, Schweiz. Ah, siehst du? Guck doch an. In der Schweiz. Scheiße. Also das sind zumindest die Ursprünge. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt Milka. Da Milka weg. Was kommt nicht aus der Schweiz? Pringles. Pringles kommen nicht aus der Schweiz. Okay. Pringles finde ich ganz lecker, aber viel zu teuer, Alter. Teuer, sehr ungesund. Also wirklich mega krass ungesund. Ich habe mal gelesen, dass... Das ist ungesünder als normale Chips oder was? Ja, ich denke auch, weil das ist ja so Kartoffelpulver. So, es sind ja keine richtigen Kartoffeln, es sind nur Pulver. Und da sind so viele Giftstoffe drin. Also ich habe mal gelesen... wenn du 5 Chips isst an einem Tag, hast du schon eine Überdosis von diesem komischen Zeug. Nun. Also mega ungesund. Zum Glück kann ich mir das nicht mehr leisten. Manchmal schon, wenn es im Angebot ist, hole ich mir auch mal so eine Dose. Ja, aber ich finde tatsächlich, ich glaube im Angebot sind die bei 1,29 Euro oder 39 oder so. Und selbst das finde ich echt teuer. Ja, aber die schmecken wenigstens. Ich hoffe nicht für 1 Euro so Stapelchips, die scheiße schmecken, wie von Ja oder von... Es muss ja nicht die Stapelchips sein. Chips frisch zum Beispiel, wenn die im Angebot sind, 99 Cent, finde ich okay. Kann man machen. Bei Chips bin ich wirklich sehr wählerisch, weil ich oft Pickel bekomme von solchen ungesunden Geschichten. Weißt du, wovon ich Pickel bekomme? Von der Schweiz. Ja, auf jeden Fall. Lass mal über die Schweiz reden. Die kann man auch schön abhaten. Die sind nämlich voll grün, die Schweiz. Denn die beziehen 60% ihrer Energie aus Wasserkraftwerken. Solche Opfer, weil die da so viele Seen haben. Ne? Genau. 1500 Seen. Man kann keine 16 Kilometer von einem See entfernt, also nicht mehr als 16 Kilometer von einem See entfernt sein. Liebe Grüße gehen raus an den Kanal von, wie hießen die Duo? Ist mir scheißegal. Irgendwas mit Duo hießen die. Keine Ahnung, ist mir scheißegal. Waren Deutsche. Die waren aber scheiße. Die wurden für ihr Grüezi miteinander wurden die abgehatet. Also lass das nochmal ganz oft sagen. Doch, ich fand es als Running Gag ganz witzig in dem Video. Das ist ja, alles aber, dann. Aber die haben das nicht richtig betont, glaube ich. Ich fand die beiden eh unsympathisch, also ja. Hat mir nicht gefallen. Genau. Ja, schön, die Schweiz. Was ist wichtig in der Schweiz? Vielleicht können wir mal über die ein oder andere Sehenswürdigkeit wirklich reden. Sehenswürdigkeit oder Sehenswürdigkeiten, ja. Beides gibt es. Es gibt ja zum Beispiel... Haben die denn Seen, die würdig sind, gesehen zu werden? Nein. Aber sie nächstes haben, Thema. Pass auf, es gibt den Rheinfall bei Schaffhausen. Den spricht, Rheinfall? Richtig, oh, ja. Schön. Das ist genau wie der Witz, wie heißt das unnütze Fleisch um die Vagina? Frau. Rheinfall? Ach so. Ja, und hier ist es genau, der Rheinfall bei Schaffhausen ist quasi alles bei Schaffhausen, sprich die Schweiz. Die Schweiz ist in dem Fall der große Rheinfall. Ah. Aber dann gibt es noch so ein Gewässer, das heißt ähnlich, der Rheinfall, mit H geschrieben in dem Fall. Und der soll ganz toll anzuschauen sein. Ach, toll. Aber im Grunde, Benni, es ist nur Wasser.
Es ist nur Wasser, was von einem Punkt zum anderen geht. Das hast du hier auch in Deutschland. Ohne Spaß. Dafür musst du nicht in die Schweiz. Dreh um. Ja, fahr zurück. Komm uns besuchen. Grüße an Borki. Reingerunken. Aber nicht unser Bademeister. Das wäre so schön gewesen. Leider nicht. Ja. Aber auch schön. Ja, also ich habe mich mal erkundigt so beim Auswärtigen Amt, was wichtig ist über die Schweiz, was gut zu wissen ist, bevor man da einreist. Es gibt nicht so viel zu beachten, ja. Sie sind ja sehr ähnlich unserer Kultur so. Wollen wir mal in der Schweizer ganz Botschaft gern einfach mal anrufen? Ja, mach mal, komm. Aber da musst du ein bisschen Zeit überbrücken, ich brauche die Nummer. Kein Ding, noch. Also ja, Kriminalität ist nicht viel höher als woanders. Man soll nur aufpassen auf irgendwelche Taschendiebe an Bahnhöfen. Das gibt es bei uns aber auch. Schweizer Botschaft ist auch gerade Quatsch, überlege ich gerade. Also das Schweizer Botschaft wäre ja die Schweizer Botschaft in Deutschland demnach, ja, zum Beispiel. Aber das ist ja Quatsch. Lass doch direkt in der Schweiz anrufen. Bei was würde man da anrufen, wenn man einfach mal sagen will, Gründe zu euch zu kommen? Bei Duplerone. Oder bei Duplerone. Vielleicht spendieren die ja die Fahrt. Wir würden gerne ihr Werk besuchen. Wir brainstormen mal, wo man noch anrufen könnte, und dann machen wir das. Bei dem offenen Radio kann man anrufen. Offener Kanal in der Schweiz irgendwo. Oh, fuck. Aber das dauert zu lange, bis wir da durchkommen. Meinst du? Ich meine wirklich so eine... Vor allem, warte mal. Mein Handyvertrag gilt ja in ganz Europa. Ist da jetzt geografisch Europa gemeint? Europa oder EU? Das weiß ich gerade echt nicht, ob es EU oder Europa ist. Bei mir aber ähnlich. Nicht, dass es dann hinterher heißt, grüezi miteinander, hier haben wir 30 Euro zu verbuchen. 1000 Euro. Mhm. Kleiner Anruf in die Schweiz. Okay, das ist mir dann doch zu heikel. Das ist den Gag nicht wert. Haben wir nicht ein Studiotelefon? Ja, auf die Kosten von Radio Lotte mache ich das gerne. Ja, wir nehmen hier umsonst für die auf, ja. Das ist ja alles hier offen und soziales Engagement. Was ich aber gesehen habe, eine kleine Sache, die ich zumindest ganz... ja, interessant fand. Die haben ja wirklich sehr viele Berge in der Schweiz, ja. Ja, Lawinengefahr auch, ne? Man hört auch, jedes Mal, wenn in der Schweiz was Dummes passiert, wächst ein Berg aus dem Boden. Hm. Das ist so ein Sprichwort, was ich mir gerade ausgedacht habe. Stimmt auch. Es gibt da so eine Installation, das ist ein Bergfinder. Die sind da so angebracht am Wegesrand. Hm. Und das sind einfach nur so Röhren, durch die du durchgucken kannst, die so beschriftet sind, welcher Berg da sich befindet. Schön. Wow, oder? Spannend, ne? Ja. Da wie heißt du, denn der Berg da vorne? Da drehst du dich in die eine Richtung und guckst dir einen Berg an und dann denkst du, oh, das ist aber ein schöner Berg. Und dann gehst du von dem Rohr weg und dann hast du noch 50 andere Rohre und denkst so, was ist denn, wenn ich durch das Rohr jetzt durchgucke? Noch ein Berg. Da ist ja noch ein Berg. Oh, und da ist jetzt sogar 5 Gramm mehr Schnee drauf. Wenn ich mich jetzt zu dem dritten Rohr, da ist ja auch ein Berg. Der ist 10 Meter höher. Die Schweiz hat so viel zu bieten. Das so ist der viele Berge Hammer. Und Lawinen, es ist so gefährlich. Schlimm. Also da bringen mich keine 10 Pferde hin in die Schweiz. Hm. Bis jetzt nicht. Ich glaube, die haben auch Probleme bei den Bergen, muss ich sagen. Meinst du? Deswegen bringen die dich da nicht hin. Ach so, ja, kann sein. Die bringen sich eher um. Die Pferde. Aber wo wir gerade die Schweiz-Durchquerung besprechen. Unsere gemeinschaftlichen Bekannten, / Freunde, ich will jetzt nicht zu sehr an deinen Social-Status reinfuschen, aber Rücki und Patrick, die kennst du auf jeden Fall von mir, ja, die wollen mit dem Fahrrad von hier aus nach Mailand fahren in einer Woche. Also in einer Woche starten sie und sie planen 2 Wochen dafür. Ah, ja. Und durchqueren auch die Schweiz über die Alpen mit dem Fahrrad. Sollen sie rundherum fahren? Würde ich auch sagen. Da würde ich jeden Umweg in Kauf nehmen. Dann lieber irgendwie über Paris nochmal einen kleinen Schlenker machen. Ja, oder andersrum fahren. Ja, oder von mir aus einen Tunnel graben. Selbst das wäre irgendwie effizienter als durch die Schweiz. Holst du das Schweiz-Aids ab, ja, und bringst das dann auch nochmal nach Mailand. Die wollen das da auch nicht. Also mein Tipp, sie sollen nach Weimar kommen, uns besuchen, dann fahren wir mit dem Fahrrad mal zu Fritz Mitte, holen uns Pommes und dann hast du auch mehr. Oder wir essen mal eine Toblerone auf dem Theaterplatz. Ja, dann hast du das Gefühl von Schweiz. Ja. Augen zumachen und... Und dann geben wir irgendwo Geld hin und verraten nicht, von wem es ist. Genau. Einfach so ein kleines bisschen Schweizgefühl. Dann stimmen wir mal über irgendwas ab. Irgendwas total Sinnloses, alle zusammen. Todesstrafe, wer ist dafür? Hm? Alle Arme hoch. Ja, die Rechten. Aber Arme. Im besten Fall, ja. Mhm. Welchen sonst? Es gibt noch die Driftbrücke. Kann man da driften? Nee, das ist so eine Hängebrücke, die so in der Luft baumelt. Hm. Viel zu gefährlich, Benni. Geh da nicht hin. Die Schweizer, die haben einfach ein Rad ab. Da hängt eh alles. Ja. Ohne Spaß, das ist eine Riesenbrücke, die einfach nur in der Luft baumelt. Ich glaube, 160 Meter oder so. Sind die irre? Die spinnen doch echt, die und Schweizer. Und im Endeffekt ist es auch nur, was ist denn das? Du gehst auf der einen Seite los und kommst auf der anderen Seite an.
Das kannst du auch sinnlos bei einer Straßenüberquerung machen. Da musst das du nicht in die Schweiz auf die fucking Driftbrücke. Ja. Also, Benni, ich kann dir wirklich, wirklich nur davon abraten, in die Schweiz zu gehen. Und die fahren alleine, ja, so unmotiviert, irgendwie so rot mit einem weißen Kreuz drauf. Haben die das nicht auch geklaut vom Deutschen Roten Kreuz? Ja, eben. Die haben die überhaupt umgekehrt. Eigene Ideen? Nee, die haben es umgekehrt. Die haben das Deutsche Rote Kreuz genommen. Ach, das fällt das bestimmt keiner auf. Umgekehrt bei Paint durch den Negativfilter geleiert. Genau. Oh, merkt schon keiner. Nee. Schweine, ey. Finde ich asozial. Die Farben geklaut von Japan. Stimmt. Nur umgedreht auch. Hm. Solche Füchse. Die haben keine eigenen Ideen. Nee. Nennen wir mal einer. Irgendwas, wo du sagst, okay, ich denke an die Schweiz, das gibt's wirklich nur da. Wer hat's erfunden? Die Schweizer. Ricola. Ricola. Magst du Ricola? Wer will das schon? Hat mir nie geschmeckt. Ich finde so Eisbonbons ganz geil. Aber sollen die nicht irgendwie, das ist wahrscheinlich auch nur so ein PR-Gag gewesen, dass die bei Erkältung helfen, oder Ricola? Nee, im Gegenteil, die verursachen. Das ist ja nur die verursachen Erkältung, glaube ich. Ja. Da heißen ja auch Hustenbonbons. Ja, so wie die Feuerwehr ja auch. Moment. Feuerwehrt. Ja. Die müsste ja eigentlich Wasserwehr heißen. Richtig, weiß ich, das mit ist Wasserwehrt. Ja. Also, Schweiz kann man wirklich nicht viel Positives drüber verlieren, finde ich. Eigentlich außer eine Atombombe. Sie haben nicht mal irgendwie den Euro, aber akzeptieren Euro bei sich. Also zumindest in den großen Städten kann man auch mit Euro bezahlen, habe ich rausgefunden. Also falls du dann bezahlen willst, kannst du ruhig einen Euro nehmen. Dann tun sie so, als wären sie Europäer. Mhm. Was sie aber gar nicht sind. Vor allem große Städte, da muss man auch ganz, ganz große Klammern drum setzen um diese Aussage. Denn die Schweiz an sich hat ja gerade mal 8,5 Millionen Einwohner so in dem Dreh. Muss man sagen, zum Glück. Ja. Ja, zum Glück nicht mehr, ja. Verbreitet sich noch nicht so schlimm. Mhm. Und was gibt's denn da? Es gibt Bern, es gibt Zürich. Das Wunder von Bern war ein schöner Film, aber unrealistisch. Ja, das stimmt. Dass in der Schweiz bei den ganzen Fuschern und ganzen Idioten, die da sind, dass da noch keine atomare Bedrohung ausgebrochen ist oder irgendwie mit einem Teilchenbeschleuniger was kaputt gegangen ist, das ist das Wunder von CERN. Ja, richtig, genau. Mhm. Ja, die wollen eben nicht auffallen, ne? Alles unter der Erde und wer weiß, was die rausgefunden haben, ja? Die Bunker sind bestimmt unter der Erde miteinander verbunden und das sind diese Echsenmenschen aus der Hohlerde, von denen man immer hört. Was habt ihr zu verbergen, Schweiz? Wir finden es raus. Verbergen, I see what you did there. Hier im Brennpunkt Hörerwunsch und Brennpunkt Internet finden wir alles raus. Und hier hört ihr es zuerst. Sicher. Bei uns ist nicht sicher. Nee. Wir sitzen hier, ja, auf meinem T-Shirt steht Kunst ist tot, auf seinem T-Shirt ist ein Ingwer. Also, das sind die Schlitzohren vor dem Herrn. Und die Schweizer betreiben ganz große Energieverschwendung. Und zwar haben die ganzjährig ein sogenanntes eine Lichtpflicht am Auto. Eine Lichtpflicht. Das klingt ja gar nicht so schlecht erstmal. Sie müssen immer Licht anhaben. Komme ich gleich drauf zurück. Nee, sie müssen immer Licht anhaben. Auch tagsüber? Immer, ja. Sind die dumm? Das ganze Jahr. Klar sind die dumm. Sind die dumm? Wenn es ganz spontan mal dunkel wird? Ja. Wenn sich der Mond von der Sonne schiebt. Wenn doch bei CERN mal ein Unglück passiert und dann auf einmal... Huch, ach gut, dass wir das Autolicht angelassen haben. Puh, das alles Schlimmste gut. Konnten wir abwenden. Alles gut. Wenigstens keinen Autounfall. Ja, und die haben noch riesige Strafen für Verkehrs... wie heißt das? Verkehrsübertretungen heißt das bei denen. Okay. Immense Strafen. Wo du gerade von Risiken redest, Risiken und Nebenwirkungen. Ich guck mal, wo die Schweiz auf der internationalen Penisskala sich befindet. Der durchschnittliche Schweizer Penis. Da können wir ein für alle mal klären, ob die Deutschen besser sind. Da können wir sagen, sind wir drunter oder drüber und dann wissen wir Bescheid. Ja. Penis, Durchschnitt. Wir grüßen erstmal den Deutschen, ne? Genau. Und eine Autobahnvignette brauchst du auch übrigens. Richtig, richtig eklig. Kostet, ne? Ja. Da kostet alles. Also, was will man denn in der Schweiz? Man geht da eigentlich nur hin zum Geld ausgeben. Wenn man gerade mal ein bisschen zu viel Geld hat, bringt man da hin. Entweder als Anlage oder weil man einfach ein bisschen arm sein möchte. Also die Schweiz ist nur gut für die reichen Leute. So, Moment. So wie Alice Weidel. Der internationale Durchschnittspenis in irrigiertem Zustand 13,12 cm lang. Mhm. Aber das ist ja international. Ich wäre ja Deutschland. Mhm. So lang ist er. Düsseldorf. Mhm. Alter, dass da so ein Riesenartikel drumherum geschrieben ist, wie einfach nur eine fucking Zahl. Auch noch stadtbezogen. So, bla bla bla. Beim direkten Vergleich der Daten zeigte sich, dass der durchschnittliche Penis im Schlafenzustand, egal, gestreckten 13,24. Ist das jetzt Deutschland? 13,64, klingt realistisch. Ne, 13,24. Dann nicht. Dann doch nicht. Alter, wie viel, die größten Maße wiesen die Messungen in Frankreich auf? Blablabla, bla, bla. Direkt dahinter liegt das beste Stück der männlichen Schotten. Ich kann diese Seite hier nicht so gut durchsuchen.
Ja, ich habe auch mal gelesen, dass... Vielleicht haben die in der Schweiz auch keinen Penis, deswegen tauchen die hier gar nicht auf. Aha. Da enthalten die sie also auch, ja. Wenn sie gefragt werden, was für einen Penis haben sie, welche Größe? Nein. Wir enthalten uns. Ich habe keinen Penis. Wir haben sowas nicht. Gut, dann nehmen wir jetzt einfach mal die 13,2 und jetzt gebe ich nochmal Schweiz dazu ein und schauen wir mal, ob was auftaucht. Penisgröße der Schweiz. Penisgröße Schweiz. So. Penisreport. Wo steht der Schweizer? Oh, das ist von und 2004. Wie steht er? Moment. Ist ja okay. 2004. Was ist denn das jetzt? Der Schweizer Männer stehen im europäischen Penisvergleich nicht besonders gut da. Mhm. Aber dann steht da mit durchschnittlich 14,48. Das ist ja mehr als größer als der Deutsche, ja. Nee, ich glaube, da ist wirklich was falsch gelaufen gerade. Die Franzosen, bla bla bla. Also vielleicht war dieser Durchschnitt gerade halt wirklich der internationale, den ich da vorgelesen habe. Die lügen halt, der die Schweizer. Deutsche. Die lügen halt. Wenn sie gefragt werden, dann heißt es, ach ja, ich habe 30 Zentimeter. Mhm, ja. Ich auch. Ich auch. Ach, hier ist eine Liste. Die wollte ich doch haben. Schweiz 14,48. Deutschland 14,7. Nice. Got you, bitch. Wir haben größere Pimmel als ihr Schweizer. So. Südkorea 9,6. Was? Mhm. Das ist ja traurig. Japan immerhin 13. Das ist schon hart. Die sind ja relativ gut benachbart, so wie wir mit den Schweizern. Ja. Wobei das gut da vielleicht gestrichen werden sollte. Tja, wir haben den größeren. Also bleib lieber hier. Bleibt alle hier. Liebe Damen und Herren. Wir können so festhalten, Benni, wenn du wegen Penissen in die Schweiz fliegst oder fährst. Nützt nichts. Bringt nichts. Dann doch lieber Frankreich oder so. Ja. Kommt zu uns. Wir haben die größeren Pimmel. Ja. Was? 9, was? Die Korea. Schlimm, oder? Krass, jetzt weißt du auch, warum King Jong-un so sauer ist. Ja. Mhm. Also. Der muss das kompensieren. Weißt du noch was? Nestle. Die heißen Nestle. Ist mir scheißegal, die kommen nicht mehr aus der Schweiz, mir egal, wie die ausgesprochen werden. Wurden dort gegründet. Ja. Siehst du, das nächste. Die Schweiz ist für so viel Unrecht und Leid und Schandtaten. Da frage ich mich jetzt, ob Hitler nicht eigentlich aus der Schweiz kommt. Ja. Ja? Da guckt er ängstlich nach außen, ob da vielleicht jetzt hier nicht, dass uns plötzlich das Hahn abgedreht wird, wenn wir hier über... Oh, der Tino hat Hitler gesagt bei Radio Leute. Hitler im Radio? Das Nein. Lassen wir lieber ganz schnell. So. Ich glaube, Hitler kommt aus der Schweiz. Ich glaube es auch. Er muss aus der Schweiz kommen. Dieses Stalin Dorf, auch. Wie hieß das? Braunau bei Bern hieß das doch, genau, oder? Genau, Braunau bei Bern. Mhm. Siehst du, da fällt der Groschen. Da fällt die Reichsmark. Da fällt der Franken. Der ist noch so ein Fakt, den wir beide gehört haben. Der Schweizer Franken, die Tausender-Note, ist die teuerste Banknote der Welt. Habe ich abgebrochen, das Video, glaube ich, ab einer gewissen Stelle, weil ich so scheiße fand. Ja. Was, echt? Ist das Geld so viel wert, ja? Also, es gibt ja nicht viele Länder, aber erstmal, wo es Tausenderscheine gibt. Ja. Okay, es gibt zum Beispiel 1000 Yen, aber Yen sind ja nichts wert. Yen ist ja nicht so. Mhm. Und der Franken ist ja schon irgendwie, ich würde sagen, 1,5 Euros oder so jetzt, kurz geschätzt. Mhm. Komm, wir geben mal eine Schätzung ab. Ich würde sagen, jetzt 1,43. Wechselkurs? Ja. Ich sage 1,6. Euro, Franken. 1,6. Das ist doch über 2 oder sowas. Ich sag 3. Uiuiui, da ist 3. Aber was ist denn da bloß bei euch? Die Schweiz, die versinkt gerade im Erdboden. 1,09 nur noch. Das ist ja richtig scheiße. Hier. Also quasi gleich. Der Graf geht nach unten. Oh. Durch uns wahrscheinlich. Ja. Der ist gerade live gefallen. Der ist gerade live gefallen hier. Oh fuck. Börsen sacken ab. Euro unter 1,9. Warte mal. Tut mir Euro nicht leid. Euro unter 1,09 Franken. Aber da müsste ja der Franken absacken. Tut mir nicht leid. Ja. Das habt ihr nun davon. Scheiße. Für Hitler. Jetzt fangt endlich mal einen Krieg mit irgendjemandem an. Dann habt ihr vielleicht nochmal eine Chance. Das ist die Rache für Hitler. Ja, so schnell kann es gehen, Leute, mit eurer Währung. Noch eine gute Rache für Hitler wäre vielleicht, wenn ganz viele, weiß ich nicht, Überleitung des Todes, wenn ganz viele Juden in Zürich auf so eine Mega-Rave abfeiern würden. Ich habe es gerade nicht präsent, wie es heißt, aber es gibt in Zürich einmal im Jahr das größte Techno-Event Europas. Ich weiß gerade den Namen nicht, ist mir auch scheißegal. Braucht keiner. Zürich soll ganz schön sein, hat Maggie mehrfach gesagt. Maggie, meine ehemalige Mitbewohnerin, und ihr Bruder wohnt da. Hat extra da geheiratet und so, das musst du dir mal überlegen, ey. Du wirst zu einer Hochzeit eingeladen und musst dafür in die Schweiz. Ist ja schon eklig. Ekelhaft. Ne?
und bezahlst dann halt auch noch und nöcher. Würde ich nicht hingehen, tatsächlich. Ja. Scheiße auf Familie. Auf jeden Fall meinte sie dann, okay, der wohnt in Zürich und einmal im Jahr ist hier dieses Techno-Festival. Scheiß drauf, das Schweiz ist, halt, ist nur einmal im Jahr. Ja, das ist schlimm genug. Einmal. Ja, aber sie hatte tatsächlich auch die Ambition, dort zu studieren. In der Schweiz. In der Schweiz, an der Medienkunst-Hochschule irgendwas. Da kannst du eh nicht lernen. Ja, und es ist wirklich so, dass irgendwie den Deutschen, ich weiß es gerade gar nicht, entweder war es den leichter oder schwerer gemacht. Eigentlich ist es mir auch egal. Ja, schwerer bestimmt. Das ist glaube ich in Österreich so, dass die auch so viel tun müssen gegen die Bildungsflüchtlinge aus Deutschland, die halt so schlecht für hier sind, für Deutschland, und dann in Österreich einfach einen Test machen, weil die haben keinen NC, also keinen Numerus Clausus. Mhm. Dann war es so, aber auf jeden Fall wurde sie leider nicht angenommen. Es gibt da so eine ganz berühmte irgendwie aus Rassismus kann ich mir vorstellen. Ja, wahrscheinlich. Musste ich auf jeden Fall mit so einer Künstlermappe bewerben und hat nicht gereicht, denn wahrscheinlich war zu wenig Toblerone draufgeschmiert oder wir so. Wissen, ich weiß nicht, was passiert, wenn Leute von Kunstunis abgelehnt werden. Haben wir denn nichts gelernt in der Geschichte? Maggie Hitler. Ja. Margolf Hitler. Bald geht's los. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich kann noch mal ein kleines Fun-Factchen rausholen. Es gibt bei Reddit ja so Subreddits, also zu jeder möglichen Kategorie. Mhm. Eine der größten ist einfach Pics, also Bilder. Und da ist einer der größten Top-Posts, also of all time so, ist ein Dorf, ich glaube, war der Grindelwald in der Schweiz, bei Nacht fotografiert im Schnee. Mhm. Sieht ganz märchenhaft aus. Aber da will keiner hin. Das ist ja, also ich glaube, die Schweiz. Das ist so ein Promo-Foto, weißt du? Ja, ja. Da sieht es in Wahrheit gar nicht so aus. Das ist wie, wenn du bei den Pyramiden irgendwie stehst und neben links und rechts werden die Leute abgeschlachtet und sind Baustellen und so. Oder bei Burger King die schönen Bilder von den Burgern und am Ende sehen die aus wie Kotze. Genau das. Also Grindelwald soll auch ganz schön sein, aber ich würde auf diese Propaganda nicht viel geben, Benni. Aber Grindelwald kenne ich irgendwoher. Das ist doch ja, ich glaube, ist das nicht so ein komischer... Ein Bösewicht vielleicht sogar. Ich guck mal, Grindelwald... Aber das heißt so, ich habe es extra nochmal nachgeguckt. Grindelwald. Gemeinde in der Schweiz, ja. Ah ja, genau. Grindelwald Gellert rettet. Grindelwald. Grindelwald. So muss man das aussprechen. Bestimmt ein böser. Geh mal Grindelwald Bildersuche. Gespielt von Johnny Depp. Die ganze Stadt. Was? Und er ist ein Bösewicht. Wer ist Bösewicht? Grindelwald. Siehst du Bösewicht? Die werden benannt nach der Schweiz. Nach Schweizer Dörfern. Da kann was nicht stimmen. Also ich finde es eigentlich akkurat, Bösewichte nach der Schweiz zu nennen. Was? Also es gibt eigentlich nichts Ehrlicheres, als das zu tun. Noch ein wichtiges Thema für die Schweiz vielleicht. Eurovision Song Contest. Ja. Da nehmen sie auch immer dran teil. Ich möchte mal gucken, was da ihre Statistik ist. Nicht gut. Kann nicht gut sein. ESC Schweiz. Aber können wir nicht einfach Schweiz als Synonym für schlecht etablieren, dass man sagt, oh, das war richtig Schweiz. Ja, ist ja nicht weit weg, ne? Das war ultra Schweiz. Oh, nee, mir ist halt so Schweiz, ich bleib zu Hause. Und dann nennen wir ihn auch irgendwann Adolf Schweiz. Adolf Schweizer. Adolf Schweizer, ja. Siehst du? Jetzt bei Adolf Schweizer. warte mal, wir haben die Schweizer, es sind ganz oft ausgeschieden im Finale. Mhm. Sie haben einmal gewonnen, steht hier, 56. 56 ist eine Weile her. Da haben sie noch von geleistet. Unseren Trümmerfrauen profitiert. Wir waren beschäftigt mit Land aufbauen. Ja. Da können wir nicht hier irgendwie Leute zum ESC schicken. Warte mal, Celine Dion ist angetreten für die Schweiz. Ist die dumm? Die kaufen auch, ne? Einfach die Stars ein, weil die selbst nichts zu bieten haben. Die haben keine eigenen Stars, das ist das Nächste, ja. Wir haben wenigstens hier... Wir haben alle eigentlich. Eigentlich alle. Alle... Auch die es nicht gibt. Außer Arnold Schwarzenegger vielleicht, aber sonst haben wir alle. Guck mal, wir haben uns selbst den Adolf rangeholt. Stimmt. Also, ich bitte euch. Wird nicht auch manchmal Mozart als Deutscher betitelt im Ausland? Gut möglich, ja. Aber der hat doch mit der Schweiz gar nichts zu tun, oder? Nee, hoffentlich nicht. Wenn der mal da war, dann höre ich den jetzt nicht mehr. Nee. Da können sie noch so antisemitisch gewesen sein. Höre ich immer noch die Musik, aber wenn die aus der Schweiz kommen... Was war das jetzt? Antisemitisch? Michelle Hunziker. Ich hatte irgendwie gerade so einen kurzen, das muss ich jetzt erklären, ey. Ich habe manchmal echt so Gedankengänge, die so innerhalb von 10 Sekunden oder nicht mal 5 Sekunden so 1000 Haken schlagen. Ich dachte gerade an Blues, kennst du ja, der ist so entstanden von Schwarzen, die einfach leiden mussten, leider, versklavte Menschen. Gut für die Menschen. Musik, aber schlecht für die Menschen. Genau. Ja.
Und da ist halt so ein ganzes Genre entstanden. Stell dir mal vor, in Konzentrationslagern wäre auch ein Schweizer gewesen. Nein, ja, das wäre gut. Na, oh nee, da gehen wir nicht hin. Nein. Nein, aber hätten die da in den Konzentrationslagern auch so ein eigenes Musikgenre etabliert? Die Schweizer? Nein, die Juden. Was sagen wir von Antisemitisch? Ja, du sagst antisemitisch und ich stampfe hier eine neue Musikrichtung aus dem Boden, ja? Ja, gibt's doch hier, Jiddisch Sommer ist doch gerade hier in Weimar. Aber ist das im KZ entstanden? Glaube ich nicht, nee. Die haben aber halt keine Instrumente. Aber es sind... auf der Schaufel. Aber es, auf der Schaufel traurig. Aber es sind ja Leute. Songs entstanden im Buchenwald und so in den KZs. Die haben ja auch Musik gemacht, die durften auch musizieren. Es war ja nicht ganz so, dass sie jetzt gar nichts machen durften. Ja, die hatten ja auch so ein bisschen Freizeit. Aber ist da ein richtiges Genre entstanden? Das wäre mir neu. Nee, eigentlich nicht. Ja. Jiddische Musik... gibt es, glaube ich, irgendwie, aber das gab es schon vorher. Naja, ich guck mal, ob ich hier noch den. Waren sie nicht kreativ genug? Ja. muss man auch mal so sagen. Weil sie ja nur Arbeit im Kopf hatten. Oh, fuck, Alter. Das geht in eine ganz üble Richtung. Ja, auf jeden. Wir lassen das an dieser Stelle. Das ist der große Podcast, an dem wir endgültig unten durch sind. Ja. Bei allen Leuten, wir haten die Schweiz künstlich auf, ja. Und würzen das Ganze noch ein bisschen mit Juden. Mit Antisemitismus. Es ist ja nicht mal Judenhass. Es waren einfach nur Späße. Ich habe die Triggerwarnung am Anfang vergessen. Aber Leute, ihr kennt es doch. Ihr kennt uns doch. Ihr wollt das doch so hören von uns. Wir gehen dahin, wo es weh tut. So. Und weiter rein. In die jungfräulichen 12-jährigen Mädchen. Oh ach, Mann. Stimmt. Ja, die Schweizer. Schönes Land, schöne Menschen. Auf jeden Fall. Die Schweizer ist ein richtig schönes Land. Ja, da kann man in Seen baden gehen und man kann, haben die eine gute Musikszene? Irgendeine Band, die aus der Schweiz kommt? Weiß ich auch nicht. Hatte ich auch neulich mal überlegt, weil ich hatte so ein richtig, was war denn das, Alter? Ich hab's schon wieder vergessen. Fuck, Mann. Irgendjemand aus den Niederlanden oder aus Belgien, der so ein Genre entwickelt hat, so ein richtig, wo einfach nur, oh fuck, Mann. Oh, wenn das jemand in den Kommentaren weiß, helft mir bitte gerne nach. Das ist halt so richtige Bumsmusik. Also so richtig. Aber nichts, was es vorher gab, der hat das irgendwie entwickelt. Fuck, Mann, wie heißt denn das? Warte, Schopenhauer, genau. Der eine Song hieß Schopenhauer und der hat das dieses Genre begründet, so wie ich das im Kopf habe. Und das hat die Schweiz nicht. Darauf wollte ich hinaus. Die Schweiz begründet keine Genres. War Schopenhauer nicht irgendwie ein Philosoph? Ja. Ist richtig, aber das meine ich nicht. Der Song heißt einfach so von diesem tollen Genre. Von dem Schweizer Genre? Nee, es ist halt nicht Schweiz. Ich glaube, es war Belgien. Sefa Schopenhauer. Ich lass euch mal kurz reinhören. Do it. Moment. Grundsätzlich erstmal geil. Jetzt weiß ich aber gerade nicht, hier steht nicht, wie dieses Genre heißt. Sefa. Also das ist auf jeden Fall meine Hörempfehlung. Das hört sich alles noch relativ konventionell an. Ich halte es auch mal kurz vom Mikrofon wieder ein Stück weg. Nicht, dass uns doch hier mal irgendein Podcast geclaimed wird oder so. Ach nö. Stimmt, das kann passieren. Ah, Frenchcore, aber es kommt nicht aus Frankreich, soweit ich weiß. Frenchcore heißt der Shit. Frenchcore. Achtung, das ist jetzt Frenchcore. Oh Gott. Also... so richtige Migräne-Musik. Ja, das würde doch wiederum zur Schweiz passen. Die machen Migräne-Sprache. Ja. Aber also ich feiere es, muss ich sagen. Ich würde es jetzt nicht irgendwie ernsthaft hören. Ja, einfach mal für mich, weil jetzt mal ein bisschen Frenchcore richtig aber genießen. Aber so in Jogginghose aber so, und so durch die Stadt laufen und so. Ja, auch. Aber also das war vielleicht auch übertrieben. Eigentlich würde ich es schon für mich hören, weil hin und wieder finde ich das schon sehr witzig. Also wenn es ballert halt echt hart. So. Letztendlich ist die Schweiz toll. Es ist ja nicht die Schweiz. Ich gucke jetzt, wo Frenchcore herkommt. Ich glaube, es war nicht Frankreich. Aber die Schweiz ist doch zum Teil französisch. Die haben doch irgendwie... Das stimmt, ja, mit ihren Kantonaden-Pomaden. Genau. Die können sich ja nicht entscheiden da. Was ist denn das? Französisch? Haben die nicht irgendwie auch was ganz komisches? Romanisch oder irgendeine so ganz komische Sprache irgendwie? Habe ich nicht verstanden. Schweizerdeutsch, Italienisch und noch irgendwas. Das habe ich nicht verstanden, genau. Deswegen habe ich es nicht aufgeschrieben. Das aus der Hardcore-Szene schon Frenchcore vor allem in Frankreich, den Niederlanden und Italien erlangt. Okay, vielleicht kommt es doch ein bisschen aus Frankreich. So ein bisschen. Aber guck mal, Frankreich, Niederlande, Italien. Einmal so um die Schweiz drumherum. Alle feiern Frenchcore.
Aber die Schweiz wieder, Die nicht. Stimmt, noch ein ganz krasser Fakt. Und zwar, ich bin ja übelst der Falco-Fanatiker. Ja, ich habe ja alle seine Songs und alles. Und ich habe mal seine Charts-Platzierungen nachgeschaut damals. Ja. Und Rock Me Amadeus war weltweit Nummer 1. Ja, Schweden, Großbritannien, Amerika, Japan, Platz 1. Und wo war er Platz 2? In der Schweiz. Also das ist ja wohl... Das ist kein Zufall, oder? Das ist ein Verbrechen. Das verstößt gegen die Genfer Konvention, meine Freunde. Ja. Also das ist jetzt wirklich für mich der letzte Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat. Spinnt das ihr? Das hat Falco umgebracht, letztendlich. Die Schweizer haben Falco auf dem Gewissen. Ich habe jetzt ja auch parallel dazu mal gegoogelt nach Ländlermusik und Volksmusik. Schweizer Volksmusik. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass auch das geklaut ist von den Deutschen. Wir hören mal kurz rein. Ist deutsch, oder? Das eindeutig. Ist deutsch. Eindeutig. Deutsch mit ein bisschen Frankreich. Wir spulen mal vor, hören uns die AIDS-Sprache mal an. Ach, da ist keine AIDS-Sprache. Das ist einfach nur ja, gedudelt. Die wissen das schon, dass die Sprache scheiße ist. Hier ist noch irgendwas. Dorte, ein ganz schlauer war Herr Schopenhauer. Wir saßen in der Oberprima. I wanna kill myself. So. Mhm. Das ist die Schweiz. Tino, wir haben nur noch ungefähr 5 Minuten. Wollen wir die Schweiz noch ein bisschen haten oder hast du noch irgendwas? Vielleicht, um Benny zu trösten, dass er auf dem Weg jetzt in die Hölle ist. Irgendwas? Das sind ja auch voll die Verräter, die Schweiz. Haben die nicht auch diese Steuer-CDs da verkauft an deutsche Ermittler? Das kann sein, ja. Mir fällt nichts Positives ein über die Schweiz. Ich weiß es nicht mehr genau. Also da will ich jetzt kein gefährliches Halbwissen verbreiten. Aber die Schweiz ist schon ziemlich scheiße. Es gibt noch die Kapellbrücke, die zweitlängste überdachte Brücke Europas. Toll. Wow, oder? Ja. Es ist quasi, was ist eine überdachte Brücke? Im Prinzip ist es einfach nur ein langgezogenes Haus. Muss man so sagen. Über einem Fluss halt. Es hat halt nicht mal Fenster. Nee. Und ein Haus über einem Fluss kriegst du auch in Venedig, kriegst du in Amsterdam. Guck dir lieber die Städte an, Benni. Kapellbrücke, ich glaube, auch das nicht. Muss man nicht unbedingt. Es gibt da noch, weil du vorhin irgendwas Licht... Was hast du? Lichtpflicht, hast du gesagt? Lichtpflicht. Das, habe ich gesagt, klang ja eigentlich ganz nett. Aber dann gibt es noch was anderes, was ich vielleicht Benni angucken möchte, nämlich den Aletschgletscher. Und da habe ich mir sofort gedacht, ihr Schweizer, wie blöd seid ihr denn? Da habt ihr das Potenzial, dieses Ding Aletschgletscher zu nennen. Oh, ja. Und macht es nicht. Sind die dumm, ey. Also wirklich, die Schweiz ist einfach eine Chronik der vertanen Chancen. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Aletschgletscher. Es ist wirklich... Wirklich wahr. Was soll aus denen werden? Wir müssen, glaube ich, die Schweiz schließen. Ein Treibhaus, habe ich doch gesagt. Ja, wir müssen die Schweiz schließen aus wegen Erfolglosigkeit. Wenn gerade ein paar Schweizer zuhören, wir können ja das Angebot stellen. Kommt hierher. Ja, kommt wir her. Nehmen euch auf. Wir machen einen großen Parkplatz einfach draus. Wir betonieren einfach die Schweiz zu, machen einen großen Parkplatz. Und die Berge reicht. Umwerfen. Ja, komm. Guck mal, hier umschütten, weiß ich nicht, so übers Mittelmeer so. Pass auf, folgende Idee. Wir werfen ein paar Atombomben drauf. Ja. Dadurch entstehen Löcher und in die Löcher machen wir dann die Berge rein. Dann haben wir ein schönes, flaches Land, Parkplatz, kleines Hotel daneben. Ja, das machen wir. Und ich glaube auch, dass Flüchtlinge aus der Schweiz hier ein bisschen beliebter wären als aus Syrien. Weil die auch deutsch aussehen, zum großen Teil. Ja, leider nicht deutsch sprechen, sondern nur, was auch immer das halt ist, was sie da... Aber die können, glaube ich, auch Hochdeutsch sprechen, wenn sie wollen, viele Schweizer. Das ist jetzt aber erstmal eine These. Ist eine These. Benni, das kannst du uns dann gerne mal bestätigen. Ich traue es Ihnen ein bisschen zu. Lauf mal durch die Schweiz und sag, hey... Ich verstehe das nicht. Guten Tag, ich komme aus Deutschland. Könnt ihr auch Hochdeutsch? Ja, ich spreche sehr Hochdeutsch. Ja, ich spreche sehr Hochdeutsch. Ja. Also, das war eine Stunde lang Schweiz-Bashing. Mir hat es sehr gefallen. Würden wir diese Warte, Penis aus dem Mund ziehen. Würden wir diese Woche jetzt bewerten, dann würde ich mindestens eine 1 geben. Die Schweiz eine 1 von 10. Eine 0,8 auf jeden Fall, mindestens. Hm. In der Tolles Schweiz Land. Passiert halt auch nie was, oder? Ich glaube, würden wir unseren Podcast machen in der Schweiz, wir hätten keine Woche was zu berichten. Ja, willkommen zum Brennpunkt Internet. Willkommen. Es ist nichts passiert. Na komm, dann machen wir das jetzt noch 2 Minuten. Brennpunkt Internet. Es ist alles beim Alten. Haben Sie denn Internet? Die News des Tages, es hat wieder ein Reicher seine Rachbrates hierher gebracht. Es gibt vielleicht noch einen abschließenden Fakt über die Schweiz. Ich glaube, auch bei denen ist das Waffenrecht liberal, aber die haben weniger Schusstote als in den USA. Du hast schon wieder das verbotene N-Wort gesagt. Also sie erschießen sich, sorry. Sie erschießen sich weniger. Das ist wiederum schade. Du hast gesagt, das kommt ein positiver Effekt und dann sagst du, die Schweizer erschießen sich nicht. Naja.
Ja, die sparen halt an Särgen. Also, Benni, viel Spaß in Zürich, in Bern, in, ich weiß gar nicht, wo er genau hingeht. Ich kenne nur vielleicht Zürich und Bern, mehr kenne ich gar nicht. In der Schweiz. Grindelwald kennst du jetzt. Stimmt, Grindelwald. Aletscher-Kletscher kennst du jetzt. Aletscher-Kletscher. Dorf oder sowas. Ja, genau. Ja, also. Das muss furchtbar klingen. Ich weiß nicht, ob du irgendwie im Skiurlaub da bist oder so, wie da jetzt die Verhältnisse sind. Skifahren habe ich nie verstanden, die Scheiße. Da musst du auch nicht in die Schweiz, da gehst du einfach ins Skifahrgebirge. Ja, zum Beispiel. Der war so dumm, da musst du ein bisschen lachen. Da ist was gestorben in mir. Ich liebe das. I love it. Habe ich erst auf der 80er-Party erklärt. Ich liebe das. Du machst einen richtig schlechten Wortwitz. Und das Gegenüber, das krümmt sich vor Schmerzen einfach nur. Und da stehe ich da, Alter, hier. Puls. Geil. Ja, das war die Schweiz. Also ich hoffe, dass das die Schweiz auch war. Also zukünftig will ich da eigentlich nichts von hören. Nee, also bitte nicht noch mal kaufen. Wir haben die Schweiz heute beerdigt, oder? Ja, die ist durch. Die muss auch nicht mehr ausgebuddelt werden, bitte. Die ist durch. Ihr Nekrophilen, lasst eure unter deutschem Durchschnitt befindigen Penisse zu Hause. Rest in pieces, Schweiz. Auch ihr könnt uns kaufen. Wir reden für 20 Euro dann für eine Stunde über ein Thema eurer Wahl. Wenn ihr mal nach Kroatien fahrt, können wir auch über Kroatien reden. Ja, Moment. Habe ich gerade überlegt. Das, was wir heute gemacht haben, ne? Ja. Hätten wir das jetzt zum Beispiel über Syrien gemacht? Oder Israel. Oder Israel. Ist eine Überlegung, ne? Na, kauft nicht, ihr uns? Nicht, dass jetzt einer mit dem 20-Euro-Schein wedelt. Aber ich glaube, das hat schon mehr Potenzial. Ich glaube, Schweizer haten, ja, das ist wie Juden haten. Das ist einfach anerkannt. Ja, wir können nur verlieren. Wenn es um Israel geht, können wir nur verlieren. Das stimmt. Ja, oder vielleicht irgendein anderes Land. Selbst irgendwie, ja, irgendein anderes afrikanisches Land oder so. Ich glaube. Papua-Neuguinea oder sowas. Dieses afrikanische Land. Wo sie alle nichts zu essen haben, die Armen. Ja, auf jeden Fall. Ein großer Spaß. Benni, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, deine 20 Euro waren gut investiert. Und überlegst dir gut. Noch also, kannst du umdrehen. Ich sag mal so, diese 20 Euro waren wesentlich besser investiert als alles Geld, was er jetzt auf dieser Reise in die Schweiz ausgibt. Richtig. Das ist ein gutes Schlusswort. In diesem Sinne, grüezi miteinander. Tschüss. Ciao, ciao. Haben die eigentlich eine Hymne, die Schweizer? Eine Nationalhymne? Ja, wir sind alle dumm und hässlich, Brüder. Ach, doch so selbstreflektiert. Aber vier Nationalsprachen und doch so selbstreflektiert. Ausländer raus. Wurde gerade angerufen, lustigerweise. Schweizer Regierung. Hallo, hier ist die Schweiz. Langsam reicht es aber mit Ihnen. Nehmt die offline. Tschüss. Ciao, ciao, Schweiz. Schweiz, Atombomben. Benötigt werden, um das Land zu sprengen. Deutschen Text. Spaß mit mir. Gott in Führung.